Der Pass. Vikram und seine Frau Priya sind im Flughafen. Oh nein, wo ist mein Pass? Mein Pass ist nicht hier. Vikram. Er ist nicht in meiner Tasche. Und er ist nicht in meiner Jacke. Aber Vic. Oh, mein Pass ist im Taxi. Vikram läuft zum Taxistand. Vic, nein! Priya läuft zu Vikram. Oh nein, das Taxi ist nicht mehr hier. Jetzt habe ich ein großes Problem. Vikram! Dein Pass ist nicht im Taxi. Dein Pass ist in deiner Hand. Was? Oh. Danke, mein Schatz. Pass. Aber. Nein. Eddie, der Arzt. Eddie ist im Supermarkt. Eine elegante Frau kommt zu Eddie. Hallo? Hallo? Oh, hallo. Entschuldigung, sind Sie Arzt? Was? Ich? Ja, ich bin Arzt. Sehr gut. Eddie ist kein Arzt. Ich bin sehr reich. Mein Haus ist groß. Mein Hemd ist sehr teuer. Okay, aber ein Mann braucht jetzt einen Arzt. Was? Wo ist der Mann? Er ist da drüben, wo die Milch ist. Schnell, der Mann ist sehr krank. Oh nein! Eddie sieht eine Frau. Er läuft zu ihr. Hallo, Entschuldigung, sind Sie Ärztin? Ich brauche Hilfe. Arzt, sehr groß, teuer, jetzt. Eine neue Jacke. Vikram ist im Kaufhaus. Eine Frau kommt zu Vikram.
Guten Tag. Entschuldigung. Guten Tag. Arbeiten Sie hier? Ich. Super. Ich brauche Hilfe. Ich brauche eine neue Jacke. Mögen Sie die rote Jacke hier? Oder mögen Sie die schwarze Jacke da drüben? Die schwarze Jacke ist sehr schön und billig. Aber die rote Jacke ist sehr elegant. Und warm. Oh ja, die rote Jacke ist perfekt für Sie. Wunderbar. Ich nehme die rote Jacke. Danke. Sie machen Ihre Arbeit sehr gut. Wo ist die Kasse, bitte? Keine Ahnung. Es tut mir leid, ich arbeite nicht hier. Kasse. Kaufhaus. Arbeiten. Kommt. Der neue Schüler. Sari und Lilly fahren mit dem Bus in die Schule. Lilly, in unserer Schule ist ein neuer Schüler. Er heißt Marcel. Marcel, ja? Er kommt aus Frankreich. Sein Vater ist Schauspieler. Sehr interessant. Er spricht drei. Sprachen. Oh, er ist klug. Klug und groß. Und er hat sehr schöne. Ja? Sehr schöne Schuhe. Sari, Marcel ist da drüben. Was? Hallo Marcel. Hallo Lilly, wie geht's? Super, danke. Marcel, das hier ist meine Freundin Sari. Sie liebt deine Schuhe. Hallo Marcel. Fahren. Schüler. Sprachen. Schuhe. Sprachen. Spricht.